Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heile dein Herz. Dabei möchte ich dich jetzt unterstützen. Zunächst einmal, wie sind die Verletzungen deines Herzens entstanden? In der Regel gibt es verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist meist, dass wir Erwartungen an Menschen, an Situationen haben, die nicht erfüllt werden. Wir haben das Gefühl, dass uns jemand enttäuscht hat, dass uns jemand bewusst verletzt hat, dass er uns missachtet hat, dass er uns geschadet hat, und dann sind wir enttäuscht und unser Herz schmerzt, unser Herz tut weh. Wichtig ist zu verstehen, dass nicht der Fehler, was wir ja dann gewöhnt sind, dem anderen die Schuld zu geben, dass der Fehler nicht allein beim anderen liegt, damit haben wir selber gar nichts zu tun. Und es hilft uns auch nicht, die Schuldzuweisung beim anderen zu lassen. Es hilft uns nicht, die Enttäuschung dem anderen rüberzuschieben. Was uns hilft, ist zu sehen, wir hatten eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Wir hatten eine Erwartung, aus der eine große Enttäuschung entstanden ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, erstmal zu schauen, kann ich das, was ich erwartet habe, überhaupt erwarten? In der Regel werden Menschen viel enttäuscht, die hohe Ideale haben. Wir haben Vorstellungen, Menschen sollten zu uns halten, sie sollten immer ehrlich sein, sie sollten nicht schlecht über uns reden, sie sollten uns unterstützen. Das erwarten wir von Menschen, die uns nahestehen. Und in der Regel sind das auch die Menschen, die uns am tiefsten verletzen können, weil wir uns ihnen am stärksten öffnen und uns mit ihnen am stärksten verbunden fühlen. Jemand, der uns nicht so wichtig ist, kann uns in der Regel nicht so tief verletzen wie jemand, dem wir eine Bedeutung geben, jemand, von dem wir etwas erwarten. Und ganz wichtig ist deswegen auch zu schauen, stimmen meine Ideale, stimmen die Ansprüche und die Erwartungen, die ich an andere habe, wirklich mit der Realität überein? Kann ich erwarten, dass Menschen immer loyal zu mir sind? Kann ich erwarten, dass Menschen immer nur gut über mich sprechen? Kann ich erwarten, dass mich niemand verletzt? Und was ist eine Verletzung überhaupt? Vielleicht würde der Mensch, der dich verletzt hat, bei jemand anderen dasselbe tun und es würde keine Verletzung in ihm auslösen. Also beginnt alles in uns. Wir sind aber geneigt, dem anderen, demjenigen, der unser Herz verletzt hat, die Schuld zu geben. Wir denken, das hätte diese Person nicht tun dürfen. Diese Person hätte uns mehr achten müssen. Diese Person hätte unsere Grenzen nicht überschreiten dürfen. Diese Person hätte nicht schlecht über uns reden dürfen. Sie hätte zu uns stehen müssen. Sie hätte uns nicht verraten dürfen. Sie hätte uns nicht in den Rücken fallen dürfen, nicht angreifen, nicht schlecht über uns urteilen dürfen. Aber einmal allen Ernstes, sind wir immer 1000% loyal? Sind wir immer achtsam? Sind wir immer wertschätzend? Sind wir immer so viel besser? Und ist es vielleicht, dass wir noch nicht in der Tiefe akzeptiert haben, dass wir alle menschlich sind? Das heißt nicht, dass man alles entschuldigen muss. Das heißt auch nicht, dass wir uns, missachtend verhalten dürfen. Aber es gilt zu berücksichtigen, wir sind alle bis zum letzten Atemzug menschlich. Und es gilt auch zu berücksichtigen, dass sich vielleicht andere von uns verletzt gefühlt haben. Dass das nicht nur in eine Richtung geht. Dann bekommst du schon mal ein größeres Verständnis. Dann kannst du leichter dein Herz wieder öffnen, als wenn du in der Verbitterung stecken bleibst und in der Überzeugung, dieser Mensch hätte sich so verhalten müssen. Diese tiefe Verletzung und diese tiefe Enttäuschung hat eben mit der Erwartung zu tun, dass wir ein Verhalten erwartet haben, was sich nicht erfüllt hat. Und das werfen wir dem anderen vor. Dass wir das tun, ist total menschlich. Das passiert uns allen hin und wieder. Nur ist jetzt wirklich die Frage, wenn du dein Herz heilen willst, ist die ganz ernsthafte Frage, bist du bereit, die Schuld vom anderen wegzunehmen und nicht dir selbst zu geben, niemandem Schuld zuzuweisen, sondern ein tieferes Verständnis zu entwickeln, dass wir alle menschlich sind und dass wir alle manchmal schwach sind
und dass wir manchmal auch Dinge unüberlegt tun, auch mit gar keiner schlechten Absicht, und trotzdem verletzt es jemanden. Wenn du dein Herz wirklich heilen willst, gilt es, alle Energie, alle Schuldzuweisungen, die du auf den anderen gerichtet hast, zu dir zurückzunehmen und zutiefst zu fühlen, dieser Mensch war menschlich, dieser Mensch wusste es nicht besser, und selbst wenn er es besser wusste, ist er menschlich, und auch du selbst hast es nicht besser gekonnt, auch du selbst bist menschlich. Und wenn du gütig mit diesem Menschen, der dich enttäuscht hat, umgehen kannst, kannst du auch durch das Gesetz der Anziehung mehr Verständnis von anderen erwarten. Denn dann wird es auch Menschen geben, die dir deine Menschlichkeit, und wenn du sie verletzt hast, vielleicht auch nachsehen können. Die Frage ist, wie kommen denn Verletzungen überhaupt wirklich zustande? Es ist nur möglich, uns zu verletzen, erstens, wie gesagt, wenn wir Erwartungen haben, aber es ist auch nur dann möglich, wenn wir nicht wirklich uns in uns sicher fühlen, wenn wir in uns nicht die ganze Kraft haben, wenn wir die Macht auch an den anderen abgeben, uns zu verletzen. Denn letztendlich liegt die Entscheidung und die Verantwortung, wer uns verletzt, bei uns selber. Alle Fäden, die um diese Geschichte deiner Verletzungen gesponnen sind, sie gehen auf dich zurück. Und die gute Nachricht ist, wenn alles zu dir zurückgeht, hast du auch die Möglichkeit, Heilung zu erfahren und Frieden zu finden. Die schlechte ist allerdings, dass du niemand anderen mehr verantwortlich machen kannst. Und dann ist dir ganz wichtig für dein Herz, dass du dich deinem Herzen zuwendest, dass du nicht in den Gedanken, nicht in den Vorstellungen, in den Vorwürfen bleibst, sondern dir selber die Liebe, die Heilung gibt, die dein Herz braucht. Denn wer dich letztendlich verletzt hat, bist du selber. Du hast diese Verletzungen zugelassen, du hast Schuld zugewiesen, du hast diese Geschichte aufrecht erhalten. Und du darfst Güte mit dir und den anderen walten lassen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, aber meine Verletzungen sind so tief und über so viele Jahre, ich kann das nicht so einfach. Musst du auch nicht. Fang an, ein tieferes Verständnis zu entwickeln und versuche, die ganze Geschichte einmal mit anderen Augen zu sehen. Versuch einmal in einen neutralen Raum zu gehen und anders darauf zu gucken. Wenn die Fäden bei dir anfangen, wenn es vielleicht etwas aus der Situation zu lernen gibt, vielleicht nicht so hohe Ideale zu haben oder schon hohe Ideale zu haben, aber zu sehen, dass wir menschlich sind und dass wir nicht zu viel erwarten können, sondern dass wir, wenn, an uns selber arbeiten müssen, wenn, bei uns Frieden finden. Denn je stärker du in ich nenne es, in dem heilen Ganzen, was wir in unserem Inneren sind, ruhst, kann dich keiner wirklich verletzen. Denn in Wahrheit ist dein Herz immer ganz. In Wahrheit ist dein Inneres immer heil. Dein Inneres ist heil, dein Herz ist heil. Es sind nur diese Geschichten, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus unseren Kompliziertheiten, daraus, dass wir selbst nicht klar sind, die uns diese Verletzungen zugefügt haben. Aber wenn du ganz, ganz tief gehst, viel tiefer als deine Verletzung, und wenn du wie in deine göttliche Essenz dein heiles Selbst eintauchst, dann spürst du, dass da in Wahrheit nichts ist. Und es ist manchmal für Menschen schwierig loszulassen, diese Schmerzen loszulassen, weil es wie so ist, ja, aber ich habe doch recht, derjenige hat das doch falsch gemacht, derjenige hat mich doch verletzt, so geht das doch nicht. Ja, ich verstehe das alles. Ich verstehe auch, wie tief enttäuscht man sein kann und wie tief verletzt. Und ich fühle diesen Schmerz mit dir, auch wenn ich ihn nicht so fühlen kann, wie du ihn fühlst. Nur die Frage ist, willst du dein Leben lang daran festhalten oder willst du zu dem zurückkehren, wo du lieben kannst, als wärst du nie verletzt worden? Denn letztendlich bestrafst du dich selbst. Wir haben das Gefühl, dass wir dadurch
dem anderen die Schuld zuweisen können, dem anderen, dass der andere ein Stück Wiedergutmachung machen muss, dass wir den anderen unbewusst damit auch strafen wollen, indem wir die Geschichte aufrechthalten. Aber es hilft dir selber nichts. Es hilft dir einfach gar nichts, außer dass dein Herz verletzt ist. Und deswegen kann ich dir raten, wir sind alle verletzt worden. Vielleicht bist du stärker verletzt worden als andere. Aber versuche, in die Tiefe deines Herzens zu gehen und einmal zuzuhören, was dein Herz braucht. Wenn du damit mit jemandem drüber sprechen musst, schau, dass das in Bewegung kommt. Wenn du weinen möchtest, lass die Tränen fließen. Aber nimm es nicht, halt es nicht im Inneren, halt es nicht fest und trage es dein ganzes Leben mit dir rum. Und sonst nimm dir einfach mal die Zeit, einen Tag, zwei Tage, nur mit diesem Gefühl deines schmerzenden Herzens zu sein. Geh da einfach mal rein und schau, wohin die Weisheit deines Körpers, die Weisheit des heilen Ganzen in dir dich führt. Du kannst einfach nach innen gehen, fühlen. Und schau, wo die Heilung liegt. Heilung kann darin liegen, die Missverständnisse der Situation deutlicher zu sehen. Heilung liegt darin, dass du weiser wirst, dass du die Situation in einem viel größeren Zusammenhang siehst. Und mir hat in solchen Situationen geholfen, zu schauen, was kann ich daraus lernen? Was sagt das Leben mir? Was habe ich noch nicht wirklich klar gehabt? Warum ist diese Verletzung möglich gewesen? Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann wirst du stärker, dann spürst du irgendwann eine Kraft. Ja, da liegt eine Botschaft für mich, ich selbst war nicht klar genug, das hat einen wunden Punkt bei mir getroffen. Ich habe da noch Kräfte nicht gehabt oder Einsichten nicht gehabt, die vielleicht jetzt möglich sind. Also verpasst diese Chance nicht, denn diese ganz tiefen Verletzungen des Herzens sind ein unglaublicher Schlüssel zu etwas Tieferem. Und der andere Punkt ist, und das ist für mich der wichtigste, wir verbinden Liebe so sehr nur mit der Verbindung von Mensch zu Mensch. Aber es gibt eine größere Liebe. Es gibt eine größere Liebe, die immer in uns ist, immer bei uns ist und die unser Dasein trägt. Und wenn du dich dieser, wie mag man es nennen, universellen Liebe, göttlicher Liebe, vielleicht jemand, der mit diesen Worten nichts anfangen kann, aber dieser menschlichen Liebe oder dieser Liebe, die einfach in unser Dasein liegt, wenn du dich dieser Liebe öffnest, diese Liebe ist größer und sie ist größer als alle Verletzungen, dann fühlst du dich von einer größeren Kraft getragen, geliebt und angenommen. Und wie gesagt, da, wo unser Herz nicht geheilt ist, geh zurück zu dem, wo dein Herz in Wahrheit heil ist. Geh dahin zurück, wo diese Verletzung noch nicht gewesen ist. Wie fühlt es sich an, frei zu lieben? Lerne aus dieser Erfahrung, pass besser an manchen Stellen auf dich auf, aber dann kannst du dein Herz wieder öffnen. Oftmals haben wir dann die Frage, ja gut, wenn wir jetzt unser Herz wieder öffnen, dann passiert hinter dasselbe wieder und ich werde wieder so verletzt. Nein, du kannst dein Herz wieder öffnen, aber du kannst wachsamer werden, du kannst klarer werden, du kannst vielleicht deine Erwartungen ein Stück runterschrauben, du kannst dich mit anderen Menschen umgeben, du kannst, wenn du Anzeichen in eine bestimmte Richtung siehst, kannst du dich zurückziehen, du kannst reagieren, du hast Erfahrungen gesammelt. Und wenn du aus diesen Erfahrungen jetzt lernst, kannst du reagieren. Denn es sind wir selber, die uns nicht schützen konnten. Es sind wir selber, die ins offene Messer gelaufen sind. Und wenn wir schlauer werden, dann wird dir das auch nicht mehr so passieren. Also nimm die Lektion an. Lass sie nicht an dir vorbeiziehen. Werde weiser, größer und lass dein Herz wieder heil sein. Verpasst diese Chance nicht. Ich wünsche dir alle Liebe, die du brauchst, um dein Herz zu heilen. Ich möchte einfach diese unendliche Liebe des Daseins, diese größere Liebe mit dir teilen. Da, wo alles gut ist. Diese Liebe, die wir sind, wo es noch keine Verletzung gegeben hat. Wenn du tiefer gehst, wirst du sie finden. Denn ich bin sicher, da ist ganz viel Liebe in deinem Herzen. Und diese Liebe in dir kann dich heilen. Und falls es nötig ist, irgendetwas zu tun, dann schau, wo du aus deinem verletzten Herzen heraus etwas geben kannst. Normalerweise denken wir ja dann,
oh, da muss uns jetzt jemand geben, weil es ist uns so viel Schlechtes in unserem Herzen zugefügt worden. Aber wenn du gibst an einer Stelle, wo es gut ist, wo es an einen fruchtbaren Boden fällt, dann kommst du wieder in die Energie der Liebe rein. Dann können gute Sachen zu dir zurückkommen. Wenn du dich vom Fluss der Liebe abschneidest, dann wird der Schmerz nicht vergehen. Geh diesen Schritt, aber achte auf dich, guck, wo die Liebe gut eingesetzt ist, wo sie auf fruchtbarem Boden fällt und gib. Denn wenn du Liebe gibst, wird Liebe wieder zu dir zurückkommen. Und das Letzte, was ich dir nochmal als Anregung mitgeben möchte, schau, wo du dich vielleicht nicht genauso, aber ähnlich verhältst wie dieser Mensch, der dich verletzt hat. Denn oftmals sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Wenn das nicht relevant ist, kannst du den letzten Punkt abhaken. Aber schau dir einfach die verschiedenen Punkte einmal an und spür, was tut meinem Herzen gut, was möchte mein Herz zur Heilung tun, oder vielleicht ist es bereits Heilung ganz, wenn ich einfach hinter diese Geschichte, wenn ich hinter diesen Verletzungen Punkt mache und mich all der Schönheit, all der Liebe, all der Kostbarkeit, die da ist, wieder öffne. Denn wenn wir unser Herz verletzt haben, dann ist es oft so, dass wir uns verschließen, dass wir auch die Geschenke nicht mehr annehmen, dass wir aufhören, Liebe zu teilen und Liebe zu empfangen. Fang von vorne an, mach einen Punkt, achte gut auf dich und lass die Liebe in dein Herz fließen. Denn was dein Herz heilt, ist Liebe. Und auf Liebe von anderen zu warten, da werden wir wieder enttäuscht. Also gib Liebe an den Stellen, wo sie auf fruchtbaren Boden kommt. Ja, meine Liebe an dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn wir in Kontakt bleiben. Du kannst gerne auch was unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte gerne auch deine Fragen.